schönen guten Abend. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. In der Probeaufnahme war es nicht zu laut. Hallo Cassiopeia, hallo Medias. Schönen guten Abend. Oh, ich habe das so lange nicht mehr angehabt, das Spiel. Bis auf eben. Im Test, in der Testaufnahme quasi. Ja, es ist so. Ich muss morgen nochmal arbeiten, dann habe ich eine Woche Urlaub. Das heißt, spielen, streamen, schlafen, aufstehen, spielen, streamen, schlafen, aufstehen, spielen, streamen und so weiter. Ich muss noch ein kleines Momentchen warten. Wie kommt das denn, verdammte Kiste, nochmal? Moment eben. Wie ist es denn jetzt? Hm? Ja, Test. Gute Wochenplanung, ne? Ja, die. Dankeschön. Dankeschön für den Hinweis. Also, ja, ich habe mich da wohl mit zu vielen Profilen ein bisschen vertan. Nee, ich muss gleich mal meinen Kaffee holen. Der müsste eigentlich bald fertig sein. Naja, es wird natürlich auch am Wochenende Streams geben. Mindestens einen. Und vielleicht auch schon morgen. Morgen am Freitag. Also es ist ja immer so, freitags habe ich immer so ein bisschen Lust, so Sachen zu machen, sagen wir mal, die nicht so zeitlich potenziell umfangreich sind. Ne? Also zum Beispiel sowas wie Let It Die, was man jederzeit anfangen, jederzeit aufhören kann. Wo man, sagen wir mal, auch Fortschritt macht, wenn man so zwischendurch ein bisschen rumeiert. Oder vielleicht eine kurze Runde Dark Souls oder sowas. Und an so Tagen wie Samstag mache ich dann immer ganz gerne Sachen, wo ich mehr Zeit auf einmal investiere, wo ich mich mehr einbringe ins Spiel. Versteht ihr? Ein bisschen komisch zu beschreiben. Die Autohaus von Ginvai, Priscilla, Medias und Mutschille. Dankeschön. Das ist nicht der zweite Teil Medias. Es gibt nur einen Eintrag in Twitch zu Phantasmagoria. Also das Spiel, was ich auswählen konnte, da gab es nur eine Auswahlmöglichkeit. Phantasmagoria. Ehrlich? Ich weiß nicht, wie ich es sonst einstellen soll. Nee, nochmal, ich kann ja mal gucken. Na nü, ich höre mich selber. Selbstgespräche. Fantasy. Der erste Teil erscheint nicht in der Liste. Den kann ich nur Retro nennen. Ja, also der erste Teil erscheint dort nicht. Gibt da kein Zwei, also keine Unterscheidung.
Ich kann es entweder so lassen oder ich. Ich kann nichts auswählen, was da nicht drin steht. Leider. Oh, Autohost. Das ist einfach so, ja. Ich glaube fast, ich hole mal meinen Kaffee. Und dann gucken wir mal, wie es ist, ne? Kleinen Moment eben, bitte. Ein Tipp, wie man diese fliegenden Roboter gut töten kann. Eigentlich ist der Tipp eigentlich nur schnell ran. Ne? Schnell ran und dann, also ich bin dann immer mit dem Hammer drauf gegangen. So, dann schauen wir mal. Das Ganze spielt hier in der DOS-Box, also quasi im Emulator, ne? Gucken wir mal, wie gut es läuft, ne? Ich muss mal sehen, ob ich dann mich auch gleichzeitig stumm schalten kann und solche Sachen, ne? Ich schalte jetzt mal in das Spiel zurück. DOS-Box. So, Moment, ich ziehe das mal hier rüber. So, jetzt bin ich hier im Spiel. Wir starten mal ein neues Spiel und gucken mal, wie es ist, ne? Name your game. Grimm. Wer hätte es gedacht? Erstes Kapitel. Das sieht wirklich so aus, übrigens. Morning, honey. Good morning, sweetheart. How about some coffee? Yeah, big one. Somebody kept me up last night. Well, I'm sorry. I had a nightmare. You didn't seem to mind so much last night. Oh, no. It was probably just spending the night in a new house is all. Yeah, I know. I have to admit, this place is kind of strange. Yeah, it's different. You know, I bet the guy that built this place must have been really bizarre. Well, hi, Spaz. How you doing, huh? What are you going to do today, sweetheart? Well, I don't know. I'm almost finished unpacking. Thought maybe I'd do a little exploring. Yeah. How about you? Do you see that bathroom yet on the second floor? Yeah. I like that. I think I'm going to turn it into a photo lab for myself. Keep me busy for a week or so. That's a good idea. What's in that box? Well, I don't know. I haven't gone through it yet. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt in Deutsch gibt. Oh, it's Christmas ornament. Oh, look at this. What? Just a sec. You remember this? Yeah. Yeah, I gave you this for Halloween. You rat? You know it was Christmas Eve.
was the night you proposed to me. Hm, Guldai, hallo. Yes. Of course I remember. Of course I do. You're forgiven. I better get to work. I got a lot to do. I'm gonna keep this little fella with me, though. So I'll always remember that fateful night. Well, don't work too hard. See you later. Was für ein dramatisches Intro. Hm. So, jetzt geht das Spiel wohl los, würde ich mal sagen. Ne? Ich muss gestehen, ich habe es, wie gesagt, vorhin kurz angetestet, ob es funktioniert. Ich habe diesen Raum nicht verlassen. Ich speichere mal. Move bookmark to present location. Okay. Ja, also. Guldai, hallo. Ne? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr so recht, wie das geht hier. Ist ja auch schon... Also ich habe das... Muss dazu sagen, heute wäre das Spiel dann ab 18. Ich glaube damals, ich weiß gar nicht, wie das war. Das ist zu lange her. Wie das damals... Also es kam auf einer ganzen Menge CDs auf jeden Fall. Was echt ungewöhnlich war. Weil die Spiele damals, die ich so gespielt habe, kamen oft noch auf Disketten. Und ein paar gab es auf CD. Ne, ein paar wenige Spiele gab es auf CD. Und das war schon irgendwie was Ungewöhnliches. Spiele auf CD. Ne, hat nicht jeder den CD-ROM gehabt. Und wenn dann irgendwie so ein langsames, so ein zweifaches oder vierfaches oder so. Da fragt heute kein Mensch mehr nach. Und ich glaube, die haben damals... Die sind auch, glaube ich, darauf angesprungen, richtig viel... Also richtig intensiv mal dieses Medium zu nutzen, wo ja wirklich für damalige Verhältnisse echt dramatisch viele Daten draufgepasst haben. Ne? Also haben sie das alles hier so real gefilmt irgendwie, ne? Und dann hochauflösend, wie man sieht, so hochauflösend digital da zurückgelassen. Hallo Kai. Ne? Also, schauen wir mal, was hier so geht, ne? Wie gesagt, also jetzt noch ganz, ganz allgemein dazu. Ist jetzt ein Probespiel. Heißt, wir gucken mal, wie es gefällt, sowohl mir als auch euch, wie es technisch funktioniert. Also all das. Ne? Wir gucken einfach mal, wie es läuft. Und wenn es gefällt, dann bleiben wir erstmal dabei, geben dem noch einen weiteren Probestream. Und wenn es nicht gefällt, dann suchen wir uns was anderes. Ne? So, also schauen wir mal. Die sind in dieses neue Haus eingezogen. Er ist wohl so eine Art Fotograf oder sowas. Ne? Naja, das ist es jetzt, ne? Schauen wir mal. Hatte ich vergessen zu holen. Muss ich noch machen, Day of the Tentacle. Hatte ich voll vergessen. Ne? I am the official hint keeper. I watch your every move. Ask me for a hint if you are hopelessly stuck, but use me sparingly. Too many hints can spoil the game. Phantasmagoria. Ich hab's damals auch gespielt. Uncensored, ja, ja. Ich hab's damals auch gespielt. Und ich weiß noch ganz genau. Ha, Movie Detail, jawohl. Ich weiß noch ganz genau, wie fasziniert ich war von dem Spiel damals. Main Menü. Ich wollte eigentlich Untertitel oder sowas anmachen, aber die gibt's wohl nicht. Ne? So. Ah, jetzt setzt sich wieder hin. Na gut. Aber es war natürlich schon, also tatsächlich, also jetzt ganz ohne Witz, es war wirklich natürlich faszinierend,
so ein Spiel zu haben, was so für damalige Verhältnisse echt, echt geil aussah, ne? Und realistisch. Und so, ne? Die Schublade kann ich wohl nicht mehr aufmachen. Nee, jetzt. Naja, das ist vorbei. Ach ja. Das ist natürlich jetzt doof. Ich will das Ding eigentlich langsam drehen. Und es bewegt sich so, ne? Ich persönlich mag überhaupt keine Untertitel. Da sie meist schon früher das Gespoilte erscheinen. Als das Gesagte erscheint, spoilt es mich schon an. Ja, ja. Aber ich, da dies ja eigentlich ein deutscher Kanal ist, wäre es vielleicht nicht schlecht gewesen. Wie gesagt, das Spiel scheint es nur in Englisch. Also entweder gibt es das nur in Englisch. Oder ich habe es aus Versehen in Englisch installiert. Es tut mir leid. Ne? Für den Fall, dass wir es weiterspielen, gucke ich fürs nächste Mal rein, ob man es noch ändern kann. Ne? Bisschen trashig ist das schon, ja, allerdings. Gehen wir doch mal durch diese wundervolle Tür da. Ah. Also überall, wo es rot ist, lohnt es sich zu klicken, glaube ich, was? Ist auch Wahnsinn, dass da echte Filmsequenzen drin sind. Mhm. Wir finden hier schon gleich rucki-zucki Geheimtüren. Willst du etwa damit sagen, dass das deine schwachen Mädchenkräfte übersteigt? Hey! Geh da wieder rein! Beim zweiten Mal geht's bestimmt. Na gut. Wir müssen also wiederkommen, wenn wir wenn wir stärker sind. Oder Brecheisen haben oder irgendwie sowas. Ah, das ist natürlich ein geiler Herd hier, ne? Muss man schon sagen. Der ist echt cool. Da würde vielleicht sogar mir das Kochen drauf Spaß machen. Wahnsinn. Kann ich alles angucken. Ich meine natürlich auch. Gab es ja nicht auch die Look-Taste? Ich wüsste nicht, welche das sein soll. Ehrlich gesagt. Rechte Maustaste? Es stand da nichts von bei, jedenfalls. Hm. Ich glaube das nicht, ehrlich gesagt. Oder? Space? Tab. L wie Look. G wie Guck. Z wie Zuguck. Nein. Rechts unten. Das hier? Wie rechts unten? Wie meinst du das? Rechts unten. Steuerung oder wie? Also das war jetzt mit Shift. Drück's mal mit Steuerung.
Da draufklicken passiert nichts, wenn du das meinst. Ich kann aber Gegenstände da drauf ziehen, ne? Dann kann ich sie mir angucken. Ansonsten. Ich wüsste nicht, was du meinst, ehrlich gesagt. Falls das jemand genauer weiß, gern her mit der Information. Wow. Wer hält das alles sauber? Wie gesagt, hier passiert nichts. Das ist offenbar zum... Oder es passiert vielleicht später noch was. Ne? Was zum Gegenstände angucken anscheinend. Ja, und passiert auch offenbar das gleiche mit der linken und rechten Maustaste. Der Totenkopf war jedenfalls Hilfe. Ja, richtig. Das hat er ja gesagt. Hier ist ein Feuer. Ah. Und ich habe einen Feuerhaken. Leider dreht sich jetzt ein bisschen schnell, aber ja, gut. Okay. Kann ich mir noch was nehmen hier? Nee, wa? Oh. Das hier erinnert doch so ein bisschen stark sogar, an einen Raum aus Black Mirror, oder? Ist das da hinten eine Tür? Das sieht aus... Ich glaube, ich bin von da gekommen, dass... Das hier geht in den Garten, kann das sein? Und hier geht es auch nochmal lang. Also, da gab es einen Raum, der sah echt ziemlich so aus, würde ich mal sagen, ne? Hm. Das ist wirklich sehr ähnlich, muss ich mal echt sagen. Also ist das hier Black Mirror 0. Gerade beschlossen. Was ist das hier? Das kann man sich wohl offenbar nur angucken, wie es aussieht. Nee, nee, nee. Es ist schon krass. Also so zu zweit in so einem Riesenhaus. Ziemlich heftig. Ach, oh, ich kann hier überall lang. Überall. Neon, neon. Oh, cool. Dekorationen in der Größe sind schon ein bisschen ungewöhnlich. Ach, das gleiche in Lindgrün. Chilp, chilp, chilp. Oh, viel mehr ist hier nicht zu holen, wie es aussieht. Erstmal jedenfalls nicht, ne? Na gut, also zurück. Und das war hier. Oh. Ist ja schon eigentlich ganz schön. Ach, wie krass, ey. Das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Und dieser, erstaunlich, aber dieser Rahmen hier gerade, der Rahmen um das eigentliche Hauptbild, der erinnert mich gerade so ein bisschen an ein anderes Spiel von früher, nämlich an Doom.
Da war es nämlich so, dass man für die weniger leistungsstarken Rechner das Bild verkleinern konnte. So dass es hinterher vielleicht nur noch so ein so die Hälfte oder ein Drittel des eigentlichen Bildes ausmachte. Ich hab's also, vielleicht kann man mit dem Ding hier diese komische Luke aufmachen, aber ich gucke mich erstmal so ein bisschen um hier, ne? Man kann aber auch gleich von Anfang an ganz schön viele, dolle viele verschiedene Wege gehen, was? Kann ich vielleicht da das Feuer benutzen? Nee, was? Und ich würde mal vermuten, dass es damals noch keine gängige Spielpraxis war, dass wenn man sich eine Sache ein zweites Mal anguckt, dass dann was anderes passiert. Übrigens, Medias, hast natürlich recht, was die Untertitel angeht, dass das ein bisschen spoilt. Das ist natürlich so, ich habe häufig bei irgendwelchen Rollenspielen oder etwas in der Art, habe ich die Untertitel häufig aus, weil ich höre dann einfach mal lieber zu, was der Charakter sagt, weil ansonsten tendiere ich nämlich dazu, das schnell zu lesen und dann irgendwie Space zu drücken und dann weiter und weiter und weiter. Das bringt ein wenig Hektik ins Spiel. Ne? Oh je, ich kann da nicht rüber. It's too far. That'd be a long jump. It's too far. Na gut, das heißt, sie muss den Baum da umkippen oder so. Oder wegspringen. Aber vielleicht komme ich irgendwann von der anderen Seite dahin. Na gut. Hier rüber kann ich oder kann ich nicht? Scheint nicht. Doch. Hallo Kantenflimmern. Guten Abend. Es geht nach rechts, es geht hier runter. Es geht echt überall hin hier. Ah. Überall kann man hin. Ich mag es ja eigentlich ganz gern. Ah ja. Ah ja. Ich mag es ja eigentlich ganz gern, wenn so Räume in Adventuren so eine gewisse örtliche Logik haben, ne? Melde mich von meinem Laptop. PC ist gestorben. Oh. Kante, das tut mir leid. Das tut mir ja leid. Ich hoffe, der wird entweder wiederbelebt oder findet einen brauchbaren Ersatz in Kürze. Oh, da ist eine Tür. Da kann ich rein. Das werde ich auch gleich mal nutzen. Ah, überall kann ich hin. Zu viele Wege bieten sich mir da. Ich nehme den, der weniger betreten war. Das war übrigens wirklich so ruckelig, ne? Was haben wir denn da? What the hell was that? Wurde das iPhone wiedergeboren? Ich glaube, ein PC ist immer noch eine bessere Sache als ein iPhone. Alright. A token. I'll try it out.
Evil will walk once more. Motherboard ist abgekratzt. Na gut, dann wirst du wohl für einen grundsätzlichen Ersatz sorgen müssen. Evil will walk once more. Ich klicke da nochmal drauf. Mal sehen, was passiert. Und da das Ding 8 Jahre alt ist, brauchen wir noch einen neuen Prozessor und RAM. Okay. Ja, dann kommst du wohl nicht drum rum, wie es aussieht. Manager würden sagen, sieh es als Chance. Na? Ich mag, also ich lass mich mal grundsätzlich sagen, ich mag es eigentlich nicht, wenn man von vornherein so unglaublich viele Möglichkeiten und Wege hat, dann weiß man gar nicht, wo man zuerst hingehen soll. Ehrlich gesagt. Ein Kumpel, dessen täglich Brot das ist, offeriert mir alles mit 400 Euro. Oder Euro oder Franken? Ich weiß es nicht. Ach, das gleiche nochmal. Na gut. Also ich habe bis schon, ich weiß, dass ich mindestens ein oder zwei Wege noch nicht gegangen bin, weil hier so viel sich aufgeht, sich öffnet, sich anbietet. Ist das etwa deren überhaupt nicht übertriebenes Schlafzimmer? Mit einem extra Dinner for One Fell auf dem Boden? Ich finde, das in MMOs auch so schlimm, wenn man in ein neues Gebiet geht und dann 6 Questgeber, ja, womöglich noch mit Dingen, von denen man, die dich auch in weitere Gebiete führen, in einem neuen Gebiet sind dann nochmal 6 und so, du hast erst 2 von den 6 fertig. Tschönk. Also sich hier auf diese komischen Dinge zu setzen, ist schon eigentümlich. Verstehe ich vollkommen. Verstehe ich absolut. Ja, das Motherboard schenkt er mir und ich muss mich halt mit einem Mittelklasse 5 abgeben. Nichts mehr mit i7. Ist der. Kannst du nicht den i7 in das andere Board packen? Sind das nicht die gleichen Sockel? Also. Ich gucke mich hier übrigens also einfach erstmal alles an und schaue, ob hier irgendwas Auffälliges ist, ne? Bis jetzt gibt es noch nicht so viel zu kommentieren zu den Dingen. Und ich finde, es ein Ring. Die packt den doch bestimmt wieder weg. Hab's geahnt. Es ist zumindest so, dass ich
dass ich weiß, dass manche I5 und I7 auf denselben Sockel gehören. Womöglich passt er. Dass er der alte Protti da nicht mehr reinpasst. Achso. Na gut. Oder auch nicht gut, aber weißt du, was ich meine, ne? Zigaretten? Altes Zigaretten, irgendwie. Ja, pack das einfach wieder weg, obwohl ich nicht gesagt habe, pack das weg. Na, nö. Don heißt er. Honey, you okay? Oh God, the bed. What? The bed grabbed me. The bed grabbed you? Yes. Oh, here, calm down, calm down. Wait here, all right? Just wait here, I'll show you. No, don't. Just calm down. See? It's okay, Ela. See? Nothing wrong. Jungfrau in Nöten, hm? Goodness. This old drafty house has your imagination going, doesn't it? Oh, sweetheart. I've got to get back to work. Are you going to be okay? Yes. You sure? Yes. Mm-hmm. Okay. Just calm down. Okay. Los, gleich nochmal. Geht nicht, komisch. Prophetische Albträume. Bestimmt. Nun denn. Na, nö. Das war ja gerade auffällig hier. Klar, was ist das? Spielkarten? Würde man sagen. So Tarotkarten. Ich kann sie leider nicht langsamer drehen. Ich klicke nur ganz kurz drauf. Ganz kurz. Und schon passieren solche Dinge hier. Zack. Oh, das haben wir noch nicht so ganz im Griff. Jetzt legt sie sich auch auf das Bett. Hat auch einen Albtraum. Sicht.
Traut sich nicht mehr. Ja, das kann sein. Vielleicht wäre ja, wenn ich auf das Bett zuerst gegangen wäre, der Albtraum da gewesen. Obwohl, es sieht ganz anders aus, wäre wahrscheinlich nicht passiert. My dearest Gaston, I can't wait to see you, my angel. It's been far too long. Let's take a few moments for ourselves during Zoltan's party next week. We'll meet in the gazebo, away from all the revelry. Angel, how I yearn for your sweet kiss. Your strong arms holding me tight, protecting me. And oh, my dear, I need protecting. I'm afraid my husband's beginning to suspect. He watches me night and day. Perhaps we can steal away, run away, forever from his sight. My only consolation is thoughts of you, my angel. Always, your adoring love, Marie. So, so. Ein Liebesbrief von einer betrügerischen Ehefrau. Nun denn. Ich muss sagen, das Spiel hat schon so einen, sag mal, so einen altertümlichen Charme irgendwie. Aber noch hat es mich nicht so richtig gepackt. Aber schauen wir noch mal ein bisschen, ne? Na, das ist keine so aufregende Ecke hier, denke ich mal. Und wieder raus, gut. Und weiter hinten. Damn drain. Let me see. Oh, I'm okay. Really, You know what I could use? Some drain cleaner. Do I have any? I don't think so. Damn! These old pipes really are clogged. Is there anything I can do? Yeah, hand me that wrench. Thanks, honey. Oops, sorry. Deep, deep, deep. Deep, deep, deep. Ob sie noch irgendwas anderes... was anderes tut, außer mit ihm zu reden? Ah. Adrian, be careful. That lamp is not secure yet. Oh, sorry. Adrian, was würde sie nur ohne ihn machen? Würde von einer Todesfalle in eine andere stolpern und niemals gerettet werden. Hm? When's the photo lab gonna be finished? Oh, probably 2-3 more days, maybe. Tweet, 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 tweet. Ich glaube, ich gehe hier wieder raus. Das hat hier. Hat doch keinen Sinn mit dem. So. Aber wenigstens weiß ich, wo er ist. War das der Raum, in dem ich schon war?
Nee, es geht noch höher. Oh Gott. Ich geh jetzt mal wieder runter. Aber was für ein Haus, was für ein Anwesen. Und für zwei Leute, was? Echt krass. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, ob er das gekauft oder geerbt oder wie auch immer hat. Ich kann da wohl noch nichts abspielen. Los. Versuche es, mach es richtig. Au. Au. Na gut. Hier. Vielleicht mit dem Schürhaken hier oder so. Das geht wohl nicht, wie es aussieht. Okay. Aber der Spiegel da? Ist auch ein Spiegel, oder? Wie unheimlich gemacht. Eigentlich erwartet man ja so in Horrorfilmen und Spielen und vielleicht auch Büchern eigentlich immer, dass in dem Augenblick noch was Gruseliges passiert, ne? Also so, ich finde so in Horrorfilmen, da wächst die innere Anspannung immer dann, wenn man entweder einen Spiegel in der Nähe hat oder ein Badezimmer, ne? Weil das wirkt immer so, also so ein Spiegel sowieso, weil da man ja da immer alles mitmachen kann. Im Spiegel sieht man Sachen, die, sag mal, in Wirklichkeit nicht da sind und was weiß ich was. Und in Badezimmern, naja, da ist halt alles so, sag mal so, in Badezimmern ist alles so, sag mal so, auf das Klinische reduziert, ne? Auf wenig Ablenkung von irgendwelchen möglichen Schrecken, ne? Willkommen zurück, Medias. Etwas bequemer angezogen. Dafür sorge ich eigentlich bei mir immer, bevor ich irgendwie spiele, streame, lese, esse oder was weiß ich. Da ziehe ich mir meine Schlubberhose an. Schlubber. Oder vielleicht auch noch ein Pullover. Auf jeden Fall bequem. Test bestanden, Kantenflimmern. Din, 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 din. Let the Die hat mich gefangen genommen. Ja, das passiert. Das passiert schon. Allerdings habe ich auch neulich gesagt, ne, also ich habe im Stream als Zuschauer habe ich irgendwie getippt oder auch erzählt, weiß nicht mehr, dass ich relativ sprunghaft bin. Ne? Was mir heute spieltechnisch viel Spaß macht, kann auch sein, dass es morgen schon ein bisschen nachlässt. Ne? Und übermorgen vielleicht kein Interesse mehr auslöst. Das ist schon durchaus möglich bei mir.
Wenigstens geht die Laptop TV, ja. Kabelloser Maus und Tastatur. Hm? Bis auf Gaming ein wieder Wohnzimmer-PC. Okay. Na, immerhin. Schaut mal hier. Immer wenn sich hier was bewegt, werde ich ja misstrauisch bei solchen Sachen. God, what is this? Das erste, was ich mache, wenn ich nach Hause komme, ist eine Trainerhose. Für mich heißt es Trainingshose, aber meint wahrscheinlich das gleiche anzuziehen und Ofen. Hm? Hm, hm, hm. Das Tagesgeschenk. Ach ja, muss ich auch noch machen. Guter Hinweis. Meine Herren nochmal. Hier, guckt euch das an. Eine gruselige Wolke. Irgendwas? Das war wohl mal ein Kinderzimmer. God, what is this? Und Medias verlucht so lange wie möglich kein Geld auszugeben. Das verstehe ich gut. Ich selbst habe ein bisschen Geld ausgegeben, so für einfache Sachen. Was ich aber auf gar keinen Fall mache, ist Geld für Kosmetik auszugeben. Na, also für andere Outfits oder irgendwie so ein Quatsch, ne? Ich muss auf jeden Fall einen Charakter auf 50 bringen, einen weiteren. Level 50 Chars. Habe ich. Ja, 4 Level 25 Chars. Guckt mal. Da passiert noch gar kein Jahr so. Why there's a key stuck in the keyhole? Also ich so, ganz mal kurz mal off-topic, also off-Phantasmagoria-Topic. Wenn ich morgen von der Arbeit nach Hause komme. Das wird wahrscheinlich gegen 15 Uhr sein, werde ich erstmal nach Hause kommen, was essen, ein bisschen ankommen innerlich und sowas, ne? Und dann gibt es eine ganz gute Chance eigentlich, dass ich dann auch wieder Let It Die spiele und wahrscheinlich auch streamen, ne? Will ich jetzt noch nicht versprechen, weil manchmal, wenn ich freitags nach Arbeit nach Hause komme, bin ich ein bisschen genervt und unwillig, irgendwelche Dinge zu tun. Aber die Chance ist ganz gut, ne? Und dann gibt es auf jeden Fall mindestens noch einen weiteren Stream die Woche. Der Feuerwerkwerfer habe ich jetzt auf Stufe 4. Hilft enorm weiter. Der hilft insofern vor allem enorm weiter, dass man damit auf Frische und sowas schießen kann. Und die dann bereits gebraten aufnehmen kann. Neo, Neo. Habe ich ja schon mal gesagt, dass ich es ein bisschen erstaunlich finde, wie man hier überall hingehen kann. Würde mich auf einen Stream freuen. Jo, ich auch. Ich mache viel mit der normalen Faust. Ich auch. Die geht nicht kaputt. Hab Let It Die auch angezockt. Ist so gar nicht meins. Zum Zuschauen okay. Hm. Kann ich auch verstehen, Kai. Kann ich gut verstehen. Wenn man es nicht selber spielen will, dann, naja. Ist das eine Toilette hier? Sieht so aus, ne? Phantasmagoria wollte ich auch mal spielen, ja. Wie gesagt, ich habe es ja schon mal gespielt. Das ist aber jetzt viele Jahre her. Da war es neu. Und ich weiß noch, dass ich damals auch durchgespielt habe. Ist aber echt lange her. Gibt's nur in Englisch, oder? Hey! Ach so. Sie benutzt das Klo jetzt. So sieht's aus. Und schließt vor ihrem Freund ab. Mhm.
Na gut, ich mach's jetzt nicht ein zweites Mal. Geht doch gar kein zweites Mal, umso besser. So, duscht die jetzt etwa auch? Nee, oder? Ey, ich hab den anderen Wasserhahn angeklickt. Das heißt, hier könnte man ihm theoretisch Wasser holen. Ich kann mich auch kaum erinnern. Das ist echt lange her. Das ist ziemlich lange her. Ha. Was haben wir hier? Hey, was machst du da? Bürste. Death Metal ist teuer, ja. Was ist das hier? Eine Lotion. Es reibt sich mit der Lotion ein. Oh. Sehr gut, dass das klappt. Wie schön. So, was haben wir hier? Was ist das denn jetzt schon wieder? Ach, Puder. 180 Stück, 130 Euro, ja. Also ich habe mir so ein Starterangebot, irgendwie, was man nur einmal kaufen kann, gekauft, irgendwie 30 Stück für 5 oder 6 Euro oder so. Ne? Und dann nochmal irgendwie nochmal ein paar mehr für nochmal irgendwie 15 Euro oder so. Und das war's. So, insgesamt habe ich 20 Euro etwa ausgegeben. Und das soll es auch erstmal sein, ehrlich gesagt. Das muss erstmal reichen. Und wenn ich später feststelle, dass ich noch tatsächlich deutlich länger spiele, dann kann ich immer noch Geld ausgeben oder es auch lassen. Nee, gleich haben wir alles durch. Jetzt noch der Spiegel. Hab noch 21, ja. Ich weiß nicht, ich habe noch irgendwie so 30 oder so. Irgendwie so. Auf jeden Fall nicht so dramatisch Spiele. Nicht so dramatisch viele. Hab noch 5, ja. Ja, ich habe ja wie gesagt, eigentlich habe ich nur deshalb noch welche, weil ich schon ein bisschen Geld ausgegeben habe. Muss ich ja zugeben. Hier ist aber jetzt endlich mal der Flur zu Ende, nehme ich an. Meine Fresse. Was haben die für ein episches Anwesen? Die müssten doch eigentlich Bedienstete haben. Was war denn das eben? Okay, das ist nur der Pfeil nach links. Okay. Ich glaube, sie hat überhaupt keine Arbeit. Sie wird nur ausgehalten. Der Mann, Don, muss mit den Fotografien, die er macht, ja immenses Geld verdienen. Hm.
Leonora merken. Din, din, din. Din, din, din. Das ist ein H sein? H wie Leonora? Na gut. Hab mein DS3 zurückbekommen. Allerdings ohne DLC. Ja, halb gut, ne? Aber immerhin zurückbekommen. Dasjenige, was du sozusagen gekriegt hast als oder was du dir ersteigert hast bei Stefan, ja? Huch. What is this thing? Ja, das will ich auch kein wissen. What is this thing? Ja. Das ist ein achteckiges Ding. Naja, also Teilerfolg, ne? Okay. Okay, also. Dieser Raum ist übrigens so groß wie meine ganze Wohnung, würde ich sagen. Ach, wie blöd. Kante. Bling, bling. Hier brennt auch Feuer, hm? Überall brennt Feuer. Klingt zumindest nach Feuer. Und hier ist Geld, Geld. Ja. Das Geld habe ich aufgenommen. Sehr gut. Ah. Wer kam auf die großartig im Rolodex die Close-Taste von Kreis auf Quadrat zu? Ja, ich weiß auch nicht, was das soll, ehrlich gesagt. Wozu das gut sein soll. Muss man immer eine andere Taste drücken. Eigentlich hat das eine gewisse Hohlheit, ne? Ich gucke mir mal den Geldschein an. Ich würde mal sagen, es ist ein Geldschein. Ich habe nicht mal den ersten Schnubbelgegner gesehen. Zwei Schritte. Mir leid, das zu hören könnte. Ein Computer. Und das Bett der beiden. Warum liegen die denn nicht hier in dem roten Schlafzimmer? Hm? Wait, I thought I turned my computer off. I guess not. So schaltet man einen Computer aus, indem man ihn einfach zuklappt. Gestern 180 Euro liegen lassen, ja, auch noch. Oh je. Also übrigens so hier in ganz vielen Spielen und Filmen und so ist natürlich immer geil, wenn man ein Handy hat oder einen Computer, also einen Laptop. Eigentlich haben in aktuellen Filmen und Serien eigentlich ganz viele Leute noch Laptops, ne? Hallo, Amazonia. Amazonia, schöner Name. Ganz viele haben nur noch einen Laptop, weil das kann man im Film dann immer so dramatisch zuklappen, um dann zu demonstrieren, dass man mit seiner Computerarbeit fertig ist, ne? Ja, bei Dexter zum Beispiel habe ich gesehen, tipp, 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 klick, klapp, ne? Also nicht irgendwie runterfahren oder so, sondern klick, klapp, zu. Genau wie bei Anrufe, ne? Wenn man hier irgendwie
Verstärkung ruft, als Agent oder sowas, bla 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 bla, klapp. Ne? Kann man richtig schön dramatisch zumachen. Ne? Abend in der Hütte, die Deutschen. Avanti, hallo. Den Fernseher, den habe ich schon mal versucht. Also, ich habe hier ein paar Gegenstände gesammelt. Und das war's. Ich muss sagen, ich finde übrigens den Flur toll. Ne, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich finde diesen Flur hier in dem Spiel, diesen etwas altbackenen Flur einfach toll. Der hat irgendwie was, ne? Und er ist, wie gesagt, größer als meine Wohnung. Wie lange spielst du das Spiel schon? Also heute ein paar Stunden. Nee, eine Stunde gerade mal. Ich habe es vor vielen, vielen Jahren, als es neu war, mal gespielt. Das ist aber echt lange her. Also sieht man ja daran, dass der Moment, als das Spiel neu war, lange her ist. Ne? Eigentlich ist es ja, wie gesagt, gar nicht Phantasmagoria Puzzle of Flesh. Ich habe es damals auch gespielt, haben ganz viele gespielt. Sondern es ist der erste Teil. Ich weiß nicht mehr, was hier war. Es ist der erste Teil, aber den konnte ich bei Twitch nicht einstellen. Map. Vielleicht bedeutet das, dass ich den eigentlich nicht streamen soll. Vielleicht bedeutet es auch, dass sie den einfach nicht in der Liste haben. Die haben manche Spieler auch einfach nicht in der Liste. So, dann versuche ich doch mal den Weg zurückzufinden zu dieser komischen, zu dem Startraum. Weil in dem Startraum. Das geht hier auch noch weiter. In dem Startraum, da gab es ja eine Kiste. Eine Falltür, die ich nicht aufgekriegt habe. Vielleicht ist das ja hier. Vielleicht muss ich ja im Kreis gehen. Lass dich bloß nicht bannen. Ich will es nicht hoffen. Wenn die mir deshalb einen Bann geben, weil das hier Phantasmagoria 1 anstatt 2 ist, dann wäre ich enttäuscht. Dann würde ich aber wahrscheinlich nur so einen 24-Stunden-Bann kriegen oder so. Oh, die lesen Zeitungen, wie oldschool. Die liest die Zeitung nicht, sie nimmt sie mit. Ich kann übrigens nicht reinzoomen oder so. Aber vielleicht kann ich die Zeitung hier ins Feuer werfen. Vielleicht auch nicht. Das ist doch der gleiche Typ aus dem roten Schlafzimmer, oder? Din, 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 din. Da ist eine Katze. Hey, Stas. How you doing, kitty? Die findet man auch nie mehr wieder. New place yet, huh? Wenn die wegläuft, findet man doch die nie mehr wieder. Ich kann sie kein zweites Mal anklicken. Ist aber auch okay. Den Feuerhaken hier? Ne, das geht auch nicht. Na gut. Da geht's ja auch noch lang. Überall geht's noch lang. Huch, hier.
Ein Klavier mit Kurbel? Interessant. Läuft weiter, okay. Na nü. Aha. What is this? Absinthe. Absinthe. Ist Absinthe nicht so ein Zeug, was zumindest früher mal echt gesundheitsschädlich war? Ich kann es kein zweites Mal angucken. Diese Ecke hier sah mir so ein bisschen, also hat mich gerade, muss ich mal gestehen, so ein bisschen an Minecraft erinnert, so als würde ich mir so eine Bar irgendwo hinbauen, einfach nur so ein paar Blöcke, ne? Hallo Cherubim. Hey, ist dein Haus, mach die Tür auf. Vielleicht ist es auch gar nicht dein Haus. Vielleicht ist es ja auch nur gemietet, ich weiß es gar nicht. Oder vielleicht über den Sommer oder was weiß ich. Damn it, it's locked. Seit ein paar Jahren ist Absinthe wieder legal in der Schweiz, okay? Aber mit veränderter Rezeptur. Aber ich habe das so irgendwie so dunkel in Erinnerung, als wenn das, sagen wir mal, was war, was irgendwie entweder einen blöd gemacht hat oder die sag mal, schädlich fürs Augenlicht war, oder? Oder verwechsel ich das mit Methanol? Ich weiß es nicht. Ah, sieht mal einer an. Jetzt sind wir wieder im Esszimmer. Quasi eine große Runde gedreht, ne? Auch nicht schlecht. Jetzt kann ich mal gucken, ob ich hier mit dem Schürhaken vielleicht die Kiste. Ich sag, wie komme ich auch mal auf Kiste? Die Tür hier aufkriege, die Falltür. Haha! Für das Vatergetränk Absinthe? Was? Verstehe ich nicht. Sorry für Google Übersetzer. Ein Stoff drin, der halluzinogen ist. Okay. Okay, guck, ja, es hat geklappt. Yippie! Yippie! Eigentlich muss man da Unmengen trinken, hat eh viel zu viel Alk, ja. Ich weiß nicht viel über Absinthe. Quasi gar nichts. Heute sind noch wenig von dem Stoff enthalten. Ich könnte hier ja mal runtergehen, wie wär's damit? Und wie wär's, wenn ich mal speichere, hm? Save! Move bookmark to present location. Man kann wohl nicht irgendwie ganz regulär speichern. I can't see a thing down there. I can't see a thing down there. Dann halt mit hier mit Feuer, Mann. Du brauchst eine Lampe oder so, ne? Also, sie braucht eine Lampe. Von Zuklappen hat eigentlich keiner was gesagt, Mädel. Und von Licht ausmachen auch nicht.
Eine Lampe. Nun denn, ich brauche eine Lampe. Vielleicht hier? Feuer? Nee, das geht nicht. Wo war denn eine Lampe? Ich kann mich jetzt mal wieder nicht dran erinnern, wo eine Lampe war. Muss ich halt suchen. Kann sein, dass ich hier sogar noch... Oh, sieh an. Da bin ich auch noch nicht mal lang gegangen. Was guckt die sich eigentlich immer so kritisch im Spiegel an? In jedem Spiegel muss sie erstmal ihr Äußeres überprüfen. Vielleicht hier einschlagen? Luft sprengen? Angeblich will ich ja immer alles in Luft sprengen, ne? Blip, blip, blip. Passiert das gleiche nochmal, ne? Kann ich sie überspringen? Ich frage mich gerade, ob ich hier diese Szenen überspringen kann, aber es sieht nicht so aus. Aber das deutet doch an, dass da noch irgendwas mit zu tun ist, ne? Und der Spiegel erinnert mich eigentlich gerade ein bisschen an ein Hörspiel, was ich früher oft gehört habe, nämlich die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss. Da spielte auch ein Spiegel eine wichtige Rolle. Bim, bim, bim. Ich gehe mal den Weg, den ich vorher auch schon gegangen bin. Habe ich bestimmt irgendwelche Wege übersehen. Interessant ist übrigens, dass ich das Ding hier noch habe. Diesen Schürhaken, ne? In ganz vielen Adventures sind die Dinger weg hinterher. Obwohl, kann natürlich sein, dass ich ihn noch für irgendwas benutzen muss. Na, aber in ganz vielen Adventures ist es so, dass die Gegenstände verschwinden, wenn sie ihren grundsätzlichen Zweck erfüllt haben. Kannst du hier vielleicht eine Lampe abgreifen? Wahrscheinlich nicht, wa? Naja. Ich kann diese, wie gesagt, die Sequenz auch nicht abbrechen. Das geht auch nicht. Naja, gut. Na gut. Ach ja, der zu weite Sprung, ne? Na gut. Eine Lampe. Oder irgendwas, was Licht macht. Es muss ja nicht zwangsläufig eine Lampe sein, also eine klassische Lampe. Jetzt bin ich wieder in dem Garten. Kann sein, dass ich da einen Weg nicht gegangen bin. Ah, hier doch zum Beispiel, oder? Diesen Pavillon. Mhm, mhm.
kann ich wohl nicht so viel tun, wie es aussieht. Na gut. Schade, schade. Das war jetzt aber nicht so sonderlich ergiebig. Oh, was haben wir hier? Ach. Ah, da war ich aber vorhin auch schon, glaube ich. Aber ich bin dann halt hier direkt reingegangen. Das weiß ich noch. Hier wäre auch eine Karte schön. Ich muss sagen, übrigens eins der geilsten Spiele, was Karten angeht, fand ich damals das alte Doom. Ah, sieh an. Doom hatte eine super Karte. Die war immer hochaktuell, übersichtlich und alles. Die war super. Huch, was macht sie? Ich kann in den Ort fahren, wie es aussieht. Okay. Welcome to Nipa Vomset. Zum Glück kein... Es ist übrigens so... Ach Gott, ich habe ja... Wer weiß, wie viele Orte ich jetzt hier schon wieder besuchen kann. Vielleicht können wir den Hund ja bestechen. Hier hast du einen Dollar. Nice doggy. Good dog. Good boy. Das hat nicht geklappt. Er ist nicht bestechlich, der Hund. Und der bellt weiter in eine andere Richtung. Mr. Malcolm Worm Shadow. Nun denn. Also ich kann erst wiederkommen, wenn ich irgendwie eine Machete habe oder irgendwie sowas, ne? Na gut, also erstmal da lang. Okay. Ein nicht anklickbarer Zeitgenosse. Closed. Da steht zwar closed dran, aber vielleicht kann ich ja trotzdem einfach reingehen. Nun gut, okay. Bam, badem. Open. Das muss jetzt aber gehen, genau, wusste ich es doch. Oha. Well, hello there, little lady. What can I do you for? Yeah, are you Bob Tompkins? When's the last time I took a look? My husband bought a house from you. Too bad you got a husband, honey. I'll have a seat. Das ist ja eine nette Gestalt. Love to do that. Well, what's his name? Asshole.
What was that? Gordon. Donald Gordon. Gordon. Gibson, Gleason, Gordon. Yeah. Donald Gordon, here we go. Oh. Who's them people what took over the old Caravash estate? It's Carnavash. I remember now. Your husband was that photographer. What takes the pictures for those magazines? Yeah. Well, my husband works for several magazines. He's doing a project for Newsday magazine right now. And you, little lady, you're a writer, huh? Yes. I'm a novelist. Oh, a novelist. So what have you noveled? Have you heard of a book called Blue Moon Rising? No, can't say I have. I'm not surprised. Was will die denn bei, überhaupt bei dem? Well, young lady, unless there's something else, I think we'll cut this chit-chat for today. I got a lot of work to do. I got another client I'm going to meet. Yeah, I bet you do. Well, thanks. Warum war die jetzt bei ihm? Also ich würde ja zum Beispiel, wenn ich ein Haus kaufen würde, was nicht so wahrscheinlich ist, dann, oder wenn jemand, den ich kenne, ein Haus kauft, dann würde ich eigentlich nicht unbedingt zum Makler gehen, bei ihm, also ins Büro gehen und sagen, guten Tag, ich habe ein Haus bei Ihnen gekauft. Da ist eigentlich, da steckt nichts hinter irgendwie, also keine Absicht und keine Folge und nichts, ne? Ein bisschen komisch. Aber sie ist offenbar nicht untätig. Sie ist Romanautorin, wie es aussieht. Und sie ist absolut unbeweglich. Ja, doch nicht. Jetzt doch wieder. Hallo, Kings Black. Guten Abend. Ah, wieder nichts, was einen weiterbringt. Ich glaube, ich stehe mal wieder auf, würde ich sagen, ne? Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Ob ich nochmal mit ihm reden sollte? Das macht doch bestimmt Sinn. Ich mach's mal. Guten Tag. There is something. Yes? Keys. Are you sure you gave my husband all the keys to the Carnavash estate? There seem to be some locked doors. Well, I gave him all I had. But if you don't believe me, why don't you just check for yourself? Well, I think I will. Ah, es hat also tatsächlich... Ah, sieh an, jetzt kann ich das aufmachen. Aha. Aha. Carnavash Estate. All the keys, huh? What's this? It's a very large key. So sue me. So oder so war es hilfreich, sozusagen damit da geguckt zu haben, ne? Ne?
Ich kann jetzt nicht mehr mit ihm reden, das ist gut. Ich kann rausgehen, das ist auch gut. Weil bei dem Typen in der Nähe will ich eigentlich nicht bleiben. Jetzt habe ich einen Schlüssel und kann damit mindestens eine Tür öffnen, würde ich mal sagen. So, es geht noch... Wer ist das denn? Egal, wer es ist. Ich kann nicht mit ihm reden. Gibt es überall nur passive Leute. Hey, fella. What a good boy. Vergiss den Chlorringer nicht. Chlorreiniger soll es wahrscheinlich heißen. Eigentlich ganz geschnallt gerade. Ehrlich gesagt, tut mir leid. Den Chlorreiniger? Chloringer? Ich hab's nicht ganz verstanden. Ein General Store. Hier kann ich mir doch die Grundausrüstung holen. Ja, so Seil und Schwert und solche Sachen. Und ein Handtuch. Reiniger. Den Kloreiniger? Tut mir leid, ich verstehe es jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, was du damit meinst. Abflussfrei. Ich weiß trotzdem nicht, was du meinst. Abflussfrei, wo, wer, was? Habe ich da irgendwo was übersehen? Ich meine, das kann natürlich sein, dann habe ich es halt übersehen. Ich glaube, ich fahre erstmal wieder zurück. Ja, es kann sein, dass es noch kommt. Am besten nichts verraten hier. Also, wenn ich was vergesse, dann vergesse ich es halt, ne? Ich würde dann schon fragen, wenn irgendwas ist, ne? Am besten nichts spoilern, weil es ist eigentlich alles Spoiler. Es ist so lange alles her. So Ewigkeiten lange her, dass ich mich da überhaupt nicht mehr dran erinnere. Was haben wir denn hier? Too far to walk to town. I better take the car. Ich kann mich auch nur noch an die Videosequenz erinnern. Also ich kaum. Kaum. Also wie man sieht, sind diese Videosequenzen, sagen wir mal, qualitativ nicht gerade berauschend. Aber zur damaligen Zeit war es halt cool, sage ich mal. Ne? Kann ich es aufmachen? Das sieht doch aus wie eine Scheune, in der vielleicht eine Lampe drin ist oder so. Sei nicht blöd, Mädel. Das sah doch so aus, also, meine Güte. Naja, ich denke, sie wird den starken Don rufen müssen. Damit er das für sie aufmacht. Oder ich muss hier irgendwie irgendeinen Gegenstand haben, den ich hier so durchmanövrieren kann.
Na gut. Nun gut. Trotzdem habe ich immer noch keine Lampe. Nur Streichhölzer. Und Zeitung. Kein Token, ne? Also eigentlich müsste man noch zum Beispiel aus dem Kamin ein Stück brennendes Holz nehmen können. Und damit den Schürhaken festhalten oder so. Katze liegt da noch. Aber immer, wie gesagt, ich habe immerhin einen Schlüssel. Den kann ich jetzt an der einen oder anderen Tür ausprobieren. Zum Beispiel an der komischen Tür. Bin ich da vorhin ja nicht durchgegangen? Offenbar nicht. Zum Beispiel an der komischen Tür, dieser riesengroßen Tür in der Halle. Können wir gleich mal gucken. Aber hier ist, siehst du, noch ein Raum. Vielleicht passt der Schlüssel ja auch hier. Ein riesengroßer Raum. Eine riesengroße Tür. Ah! Din, din, din. Immer noch beeindruckt, was für ein episches Haus das ist. Aber da hast du echt ein Problem, wenn du mal nachts aufs Klo musst. Na nü. What the hell? Ja, guck da durch, es ist nicht gefährlich. What the hell? Ich hab ne Ahnung. Es ist zu dunkel. Doch nicht. Wow. Aber dafür hat sie doch bestimmt diesen Schürhaken. Damit kann sie doch... doch hoffentlich die Wand ein bisschen verbreitern. Gucken wir mal. Tada! Also der Gegenstand, der verfärbt sich offenbar rot, wenn ich was mitmachen kann tatsächlich. Und bei der Anzahl Gegenstände, die sie mit sich rumschleppt, könnte man auch noch glauben, dass sie sie wirklich am Körper verstecken kann. Anders als in manchen anderen Spielen. Damn it, it's not working. Tja, vielleicht kann sie das ja abbrennen. Dann brauche ich hier einen Vorschlaghammer oder sowas. Das hatten wir schon, ne? Ja. Die Spielkarten wohl kaum.
This reporter attended Carnot's Phantasmagoria show in London's Egyptian Theater last night and found it horrific, spine-tingling, and incredible. Women were swooning in the aisles at the gory realism of his spectacles. For the uninitiated, Carnot's shows are not for the faint of heart, as they feature occult images, the black arts, torture devices, bodily amputations. Of course, all are accompanied by a generous dose of screams, shrieks, howls, and frightening organ music. Those of you up to thrills and chills won't want to miss this. Hmm. Carno. Din, din. Din, 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 din. Was haben wir denn da? Interessanter Raum. Die steckt es einfach rein, als wenn es ihr gehören würde. Was ist es überhaupt? Eine Hundestatue oder sowas? Wie gesagt, ich kann ja nicht irgendwie, ich kann es ja nicht langsam drehen. Was man auch immer damit tut. Dear Jeremiah, it has come to my attention that you have recently acquired a unique book while traveling through Egypt this most recent winter. It is my understanding that this tome contains powerful information regarding ancient rituals of sorcery and magic. I relish the thought of reading it. As you know, I am sometimes frustrated by the fact that I cannot really control the world around me. That my so-called magic is merely nothing more than illusions. Next month, I will be giving a show in Paris. Will you be in town then? If so, I would like to set up a meeting during which I could examine your fascinating acquisition. If the book is really authentic, I would be more than willing to pay a hefty sum for its purchase. I look forward to hearing from you. Best regards, Zoltan. Zoltan! Einfach nochmal lesen, was? Also ich muss sagen, ich bin heute irgendwie nicht so richtig in Form. Ich werde nicht mehr heute nicht mehr allzu lange machen. Ich bin, habe die letzten Tage wirklich mies geschlafen, muss ich gestehen. Und das werde ich heute mal versuchen, ein bisschen früher nachzuholen. Ich möchte aber doch schon relativ gerne noch eine Lampe finden, mit der ich diesen komischen Dingens aufmachen kann, oder in diesen Keller da reinmarschieren kann. Na, also ich habe wirklich so schlecht geschlafen die letzten Tage. Ich habe mich heute Morgen kaum aus dem Bett quälen können. Also ich mache wirklich nicht mehr so lange. Heute ist es ein kurzer Stream. Ich habe auch erst überlegt, ob ich eine vielleicht ausfallen lasse. Prognostications of evil. The devil made me do it. This guy had some strange taste. Worship of animals.
Secrets of the Dead. Also, was ich sagen wollte ist, ich habe schon überlegt, ob ich es ausfallen lasse, aber wollte es dann doch letztendlich nicht machen. Weil ich bin auch ein bisschen neugierig hier auf das Spiel. Und ein bisschen gefreut habe ich ja natürlich auch schon drauf, ne? Aber irgendwie schnappt mich gerade so ein bisschen echt die Müdigkeit. Ich wette, ich kann dieses Ding nicht mit dem Schlüssel hier aufmachen, den ich hier noch im Inventar habe, oder? Der ist dafür bestimmt nicht geeignet. Damn it, it's locked. Na nü. Es wäre erstaunlich, wenn das in zwei Türen passen würde. Oh. Das klingt aber so, als wenn es nicht gehen würde. Hiermit? Damit ging es auch nicht, ne? Nee. Und mit dieser komischen Figur sicherlich auch nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen, ne? Irgendwie, wenn ich mir die Frau hier so angucke, fällt mir eigentlich ein Wort dabei ein. Generisch. Das wirkt auf mich echt so ein bisschen. Also so eine... Wir machen mal eine... Irgendwie eine Frau ohne Ecken und Kanten, sage ich mal, wirkt das so ein bisschen, ne? Oder so eine typische... So eine typische, sagen wir mal, zu rettende Frau, so wirkt das so ein bisschen, ne? Was natürlich Quatsch ist, weil ich ja die ganze Zeit ihre Gestalt steuere. Ich guck nochmal. Wie gesagt, ich muss ja irgendwie eine Lampe finden, ne? Oder halt irgendeine Lichtquelle, wie auch immer. Das hatten wir schon. Soltan, also bestimmt Soltan. Ich würde fast vermuten, dass dieses Haus immense Heizkosten hat. Na gut. Also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass ich irgendwas übersehen habe. Sonst hätte ich ja eine Lichtquelle. Zettel haben wir uns schon angeguckt. Hm.
Wie komme ich hier? Ah, ja, so. Diese Ecke ist quasi Gas, quasi gar nichts, ne? Eigentümlich. Ach, das war das Zimmer, gut. Ja, ist ja gut, ach Mann. Ein bisschen Geduld muss man ja schon aufbringen, ne? Mal gucken, ob ein Doppelklick schneller wirkt. Ich kann gar keinen Doppelklick machen. In dem Augenblick, wenn ich hier diese Stelle anklicke, geht der Cursor hier hin. Hier, guck, zack, weg ist er. Dim, dim, dim. Hoch. Don! Dawn guckt sich Papier an. Dawn? I'm just looking at my plans here, trying to figure out the best way for me to do this. Wow, you've done a lot. Yeah, it's really coming along. Did you want something, sweetheart? Oh no, I just came to see how you were doing. Ich gucke nur zu. Was ist das? Wasserhahn stehlen? Ew. Is the sink still clogged? Yeah. I'm gonna work on it again later. Okay, well, let me know if I can help. Thanks. Blim, 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 blim. Ich kann ja mal fragen, ob er eine Lampe hat. Genau das mache ich jetzt. Nichts anderes. Adrian, I can do this better myself, please. Okay, jeez. I'm sorry, hon. I'm just trying to get this done. Sure, fine. Have it your way. Hm. Din, 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 din. Ärger im Paradies, wa? Wie wär's, wenn ich das damit anfasse? Geht nicht. Wie wäre es, wenn ich das damit anfasse? Geht nicht. Mit den Karten? Ah, das wäre noch schöner. Wie wäre es, wenn ich dieses Grammophon zerschlage? Geht wohl nicht. Wenn ich es in Brand stecke, geht auch nicht. Nichts kann man hier machen, ey. Ist echt irre. Viel mehr kann man in diesem Raum auch nicht tun, wie es aussieht, ne? Schon ein interessanter Raum. Na, schade, ich dachte, ich könnte irgendwas tun, da sich jetzt die Perspektive geändert hat. Na nö, achso. Huch. Irgendwie hat der Was ist mit dem Mauszeiger hier los? Manchmal klebt er ein bisschen. Geheimnisvoll. Sehr geheimnisvoll. Der Schlüssel wird wahrscheinlich nicht klappen, weil ja von innen einer steckt. Das geht bestimmt nicht.
Tür eintreten kann sie nicht. Ach. Bin ich eigentlich hier drin gewesen? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, bin ich wohl. Das war das spukige Kinderzimmer. Wo es hier so diese Geistererscheinung, sage ich einfach mal, gibt, ne? Ehrlich gesagt, wäre ich diejenige, die in dem Haus wohnt, mit ihrem Ehemann Don. Oh God, what is this? Das wäre eine der ganz, ganz wichtigen Dinge, auf die ich ihn aufmerksam machen würde. Ich würde sagen, komm sofort mit. Ich habe was gefunden, was du unbedingt sehen musst. Was mit dem Mauszeiger? Der Mauszeiger macht manchmal komische Sachen. Ich habe was gefunden, was du unbedingt sehen musst. Und ich würde mich auch nicht davon abhalten lassen. Meine Güte. Also, der Mauszeiger macht hier komische Sachen. Auf dem Markt hätte ich eher auf das angesprochen, als ja. Ja, ist schon richtig, völlig genau. Da hat jemand gepupst, aber das muss ich aber, hält sich aber echt lange. Der Mauszeiger geht jetzt hier und macht irgendwie nicht mehr richtig weiter. Also der hängt immer an irgendeiner Stelle fest. Ach, hier sind wir. Hier ist also, wenn ich jetzt die Maus nach oben... Es geht nicht mehr höher, der Mauszeiger. Und runter auch nicht. Da muss ich wirklich hier so... Irgendwas ist da krumm. Mal sagen. Ist ja gar nicht mehr hoch und runter. Moment mal. Ich habe es mal auf dem Spiel rausgetappt, einfach. Jetzt tappe ich wieder rein. Das geht immer noch nicht. Ich glaube, das ist Zeichen für den Feierabend. Das ist auch, ja. Also, ich glaube, ich probiere das nächste Mal. Ich bin heute wirklich ein bisschen zu schlapp, ehrlich gesagt. Tut mir echt ein bisschen leid. Und ich komme hier irgendwie nicht mehr so richtig dran. Ich kann meine Augen kaum noch aufhalten. Ne? Ich versuche jetzt nochmal irgendwie zu speichern hier. Kann die Maus nicht mehr hoch und runter bewegen. Es geht wirklich nicht. Die Maus geht echt nicht mehr hoch und runter. Ob das ein Problem mit DOS-Box ist? Ich würde vermuten. Hol ich es aus. Bis hoffentlich bald, ja. Also ich mache jetzt folgendes. Ich beende das hier für heute. Wie gesagt, tut mir leid, ist ein bisschen kurz gewesen, aber naja, ich will es selbst noch kurz im Stream angucken und da werde ich aber wahrscheinlich sehr bald ins Bettchen gehen. Ich würde versuchen, wahrscheinlich würde ich morgen nach der Arbeit nochmal was streamen. Es sei denn, ich bin morgen immer noch so schluffi, ne? Dann vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall am Wochenende würde ich was streamen, ne? Da kommt in Frage Let It Die, da kommt in Frage Oblivion, ne? Oder Skyforge oder was sich halt anbietet, ne? Einen schönen Abend. Jawohl, ich beende die Aufnahme. Tschüss, Aufnahme.